Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Opening. Ja, der liebe Simon hat mir ein Paket zukommen lassen und was uns darin erwartet, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, lieber Simon, was hast du uns hier geschickt? Also, es ist folgendermaßen, dass ich nicht besonders viel über das Paket weiß. Alles, was ich weiß, ist, dass der liebe Simon mich über E-Mail angeschrieben hat, gesagt hat, er hätte eine Sammlung, die er gerne verkaufen möchte. Ich habe zuerst dankend abgelehnt, da ich eigentlich momentan von den Kapazitäten am Anschlag bin. Er meinte allerdings, er möchte halt wirklich nur einen eher ideellen Wert von ungefähr 50 Euro. Mehr muss es nicht sein. Und ich habe dann nach Bildern gefragt, die er mir nicht liefern konnte. Dementsprechend hat er gesagt, er schickt mir das einfach zu und ich soll es mir angucken, was wir jetzt auch hier gemeinsam machen werden. Alles, was ich weiß, ist, dass es sich wohl um eine etwas modernere Sammlung handeln wird. Und deswegen machen wir das Ganze jetzt erstmal auf und verschaffen uns einen Überblick, würde ich mal sagen. Oha! Oha, das ist allerhand. Das ist allerhand. Okay, da sind wohl die Deckel abgegangen beim Transport. Ich werde das jetzt mal ganz kurz zurechtsortieren. Wir haben offensichtlich drei Tinboxen voll mit Holos, so wie es scheint. Und dann werden wir gucken, was wir hier drin kriegen. Ja, wir haben unsere erste Tinbox und mich wundert es nicht, dass da die Deckel abgefallen sind. Weil die sind wirklich bis zum Bersten gefüllt mit Karten. Ich werde die Tinbox mal hier oben hinstellen und werde einfach mal den ersten Stapel rausnehmen. Die sind sogar schon alle eingehüllt, was ich gut finde. Das bedeutet, diese Arbeit muss ich mir nicht machen. Ich lege einfach mal was hier oben hin und nehme mir schon mal den ersten Stapel und dann gehen wir hier einfach mal durch. Wir werden das natürlich in einer gewissen, ich sag jetzt mal, Geschwindigkeit machen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir so viel Material haben, durch das wir hier... Wow, da haben wir schon das erste Geile. Guckt euch das mal an. Feierlicher Schlag. Übertrieben nice, gleich zweimal. Wir haben ihn einmal aus BLR, also einer der etwas neueren Reprints, und einmal tatsächlich als Secret Rare aus dem Megapack. Ist zwar keine Original Booster Holo, hat aber trotzdem noch einen gewissen Wert. Sehr, sehr schön. Die legen wir uns doch beide mal raus, würde ich sagen. So, dann haben wir sie da hingelegt. Und ja, das ist schon mal ein guter Start. Und machen auch direkt weiter. Gehen hier mal so ein bisschen durch. Aha, wir haben hier ziemlich viel LED-Stuff. Cool, wir haben Booster-Holos tatsächlich. Aus den Legendary Duelist-Packs, glaube ich. War das Duelists of the Roses? Ich weiß es gar nicht. Das war doch das Set, wo diese ganzen weiblichen... Charaktere supportet worden sind. Da haben wir zweimal die Super Rares, sehr schön. Das heißt, es ist keine garantierte Holo, was das Ganze natürlich ein bisschen aufwertet. Okay, Cybers Funkfeuer, das war, glaube ich... Oh, nice! Guckt euch das mal an! Ultimate Rare! Welch verrückte Alchemie in Ultimate Rare. Ja, die geht auch so ungefähr 1,10, 1,20. Sehr cool. Also Ultimates sind natürlich immer nice. Die legen wir uns natürlich auch direkt raus. Ist ja mal mega cool. Also ich muss sagen, was ich bisher gesehen habe, ist echt nice. Dimensionsbarriere, Alter. Aus dem Megapack 2017. Sogar original. Dimensionsbarrieren aus Invasion Vengeance. Einmal First, einmal Unlimited und dann nochmal aus dem Reprint-Set. Ist das nicht geil? Ich meine, klar, heute hier in Unlimited 2 in First vielleicht 2,50 € wert, aber damals war das eine 50-Euro-Secret, Leute. Falls ihr euch daran erinnert. Also die legen wir natürlich auch raus, ja. Einfach um dem Ganzen nochmal ein bisschen Respekt zu zollen, was diese Karte mal wert war, die wir hier drin haben. Also das ist einfach richtig, richtig sick. Mega nice. Dann schauen wir doch gleich mal weiter. Ich muss es mir heute wirklich verkneifen, zu lange an einzelnen Karten hängen zu bleiben, sonst haben wir hier wieder ein Ewigkeitsvideo. Das wollen wir natürlich auch nicht. Das ist jetzt alles Spirit Warrior Stuff. Holen wir uns mal den nächsten Fingerhut voll raus, würde ich sagen. Schauen wir, was wir hier drin haben. Aus Circuit Break, Altergeist, Protokoll. Okay, garantierte Holos. Ah, eine Ultra Rare The Dark Illusion, voreilige Rückkehr. Mega nice. Ja, The Dark Illusion wollte ich auch mal wieder aufmachen. Das ist eine schöne Booster-Holo. Ja, ich würde mal sagen, Booster-Holos legen wir einfach aus Prinzip raus.
Sehr cool. Dann haben wir aus der Dark Illusion starke Kontrollposten. Das sind auch zwei Secret Rares aus einem Originalset. Wieder eine First und eine Unlimited. Die legen wir uns natürlich auch aus. Also hier ist alles sehr, sehr feinkartenlastig, habe ich das Gefühl. Und ja, ihr fragt euch vielleicht, warum lege ich sowas raus, wenn es nicht besonders viel wert ist. Darauf kommt es mir nicht an. Es ist einfach eine Booster-Holo in meinen Augen und eine Booster-Holo ist ein bisschen schwerer zu ziehen. Daher einfach um einiges, ich sage jetzt mal, bemerkenswerter. Also zum Beispiel hier ein Vampir-Erwachen aus Dark Saviors, was halt einfach ein Set ist, wo only Holos drin sind. So diese ganzen Sets, wo halt Holos garantiert sind, die lege ich wirklich nur raus, wenn es wirklich was Krasses ist. Booster-Holos lege ich in der Regel eigentlich immer raus. Jetzt schnappen wir uns hier den nächsten Haufen, den wir uns hier halbieren, würde ich mal sagen. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Matrix-Putzer. Das muss wohl aus Star Strike Blast aus der Special Edition was gewesen sein. Huiuiui, da hat jemand wahrscheinlich ein ganzes Ding aufgemacht, ein ganzes Display. Selbiges gilt, ja. Ja, das sieht man. Oh, Gladiator Beast Bestiari aus der Legendary Collection GX, genauso wie Versuchstiger, mega nice. Ah ja, da haben wir echt coole Sachen, ne? Hier auch Gladiator-Ungeheuer Noxious, mein tatsächlich aktuelles Lieblings-Gladiator-Ungeheuer. Auch hier Darius ist richtig cool, ebenfalls aus der Legendary Collection GX. Das sind wirklich teilweise richtig, richtig coole Karten. Altergeist Marionetta haben wir hier ebenfalls als Playset. Und dahinter Multifaker aus Flames of Destruction. Alter Schwede. Ultra geil. Also Marionetta ist jetzt nicht so viel wert. Nichtsdestotrotz legen wir die natürlich raus. Aber Multifaker war damals eine 15 Euro Ultra Rare. Und auch jetzt geht sie noch in etwa so 2 Euro das Stück. Also ist nicht zu unterschätzen. Richtig cool. Ein Playset Multifaker. Was will man eigentlich mehr? Also ich muss sagen, Respekt. Ja, einfach nur Respekt. Das ist richtig geil. Das ist mal so eine moderne Sammlung, die richtig Spaß macht, muss man sagen. Also das ist mal ein Anblick, oder Leute? Das ist doch geil. Richtig, richtig nice. Okay, machen wir weiter. Wir haben... nochmal Altergeist Melusuke. Ebenfalls als Playset. Und ebenfalls eine Booster-Holo aus Circuit Break. Richtig schöne Karte. Also ich persönlich muss sagen, ich finde ja Altergeist an sich schon richtig, richtig geil. Ja. Also mit Altergeist kann man mich eigentlich immer begeistern. Okay, dann haben wir hier die Altergeist Super Rare aus Circuit Break. Dann haben wir den gelben Ninja, Zutiac Schweifpeitsche. Oh, aus dem Structure Deck, sehr cool. Triggerischer Dieb. Primaterial Dragon, Ligator Brut, aus dem Millennium Pack, ein Drachenfeuerfluch, ist zwar aktuell einige Cent nur wert, aber das ist eine Karte, die noch kein Reprint hatte und da es eben aus einem Nebenset stammt, in dem die Holos nicht garantiert waren, wage ich es auch zu bezweifeln, dass in nächster Zeit ein Reprint kommt. Das heißt, in einigen Jahren könnte das Drachenfluch 2.0 sein, auch im Sinne des Wertes, wenn es um eine Erstauflage geht. Das heißt, die Karte könnte doch einiges wert sein, hier legen wir uns auf jeden Fall raus. Ja, dann haben wir hier wieder ein paar Super Rares. Wächter Arthos aus der Collection Tin damals. Das ist jetzt tatsächlich mal wieder ein bisschen was älteres. Neopazath, Himmelspaladin. Also das sind richtig coole Sachen. Hier zum Beispiel buntäugiger Säbeldrache. Das war zu einer Zeit, als die Karten richtig, richtig schlecht von der Qualität waren. Man sieht hier auch richtig das Silvering. Die kamen teilweise so aus dem Structure Deck raus. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Hier haben wir die ganzen Time Lords. Okay. Holen wir uns den nächsten kleinen Stapel raus und halbieren ihn wieder. Wir haben hier offensichtlich gerade ein bisschen Hidden Arsenal Stuff. Sehr cool, also wir sind jetzt gerade bei 13 Minuten hier, allerdings wird einiges weggeschnitten, da ich mich auch nebenbei ein bisschen über die Preise informiere, damit ich dazu auch was sagen kann. Also das ist jetzt wirklich sehr, sehr viel Hidden Arsenal Stuff, das finde ich auch cool. Denn Hidden Arsenal Stuff in der Masse ist eigentlich auch gar nicht mehr so häufig zu kriegen, weil die Leute ihn einfach nicht wollen, ja. Die, keine Ahnung, verschenken das Zeug teilweise und so. Also, ich sag's mal so, ich habe halt wirklich fast noch nie eine Sammlung gesehen, wo wirklich viel von dem Zeug drin ist, ja. Nixon-Rüstung, Abyss Toys. Das war, glaube ich, eine der Karten, die tatsächlich einen erheblichen Wert hatten. Ich glaube, die an sich waren jetzt nicht besonders wertvoll, aber die Originalen vor dem Reprint waren doch einiges wert. Was ist denn hier los? Ah ja, richtig, genau. Dann haben wir hier noch den Galaxie-Augen-Cypher-Klingendrachen. Und
ja, hier diese Chemiewesen fand ich noch nie so wirklich prickelnd. Dann holen wir uns das nächste Pack raus, das wir uns halbieren. Und jetzt schauen wir mal, was haben wir jetzt hier? Oh, das ist gut. Auszubildende Illusionsmagierin. Ihr werdet euch jetzt denken, oder zumindest die Leute, die jetzt preislich nicht immer, ich sag jetzt mal, auf dem neuesten Stand sind, ja, was willst du denn mit der Promo? Diese Promo geht 10 Euro, Leute. Ja, das ist eine 10-Euro-Karte. Richtig cool. Die legen wir uns natürlich raus, weil die hat auch einen gewissen Wert, ja, auch wenn es keine Booster-Holo ist. Dann haben wir den Magier der dunklen Illusionen. Ah, dann haben wir hier aus dem neuen Battles of Legend Wespen-Stuff hier nochmal ein bisschen Eurasia. Ah ja, da hat jemand ziemlich viel BLR aufgemacht. Oh, Fenrir, the Nordic Wolf. Diese Karte hatte ich so oft. Mein ehemaliger Kollege ist Fan dieser Karte, deswegen hat er die immer mitgenommen. Schön, dass ich jetzt mal wieder ein weiteres Exemplar der Karte hier habe. Genau wie, oh Gott, Jormungand, wie man den nochmal ausspricht. Ich weiß, ihr habt es mir schon 10.000 Mal gesagt, wie der ausgesprochen wird, aber ich kann es mir einfach nicht merken. Dann Slyforce Movie Pack ist natürlich echt sehr, sehr schön. Und ich sehe ihn da hinten in Gold Secret Rare. Mega nice, Leute, mega nice. Das ist halt auch eine Karte, für die man gut und gern noch 4-5 Euro bekommt. Deswegen legen wir uns die natürlich raus. Ja, dann haben wir noch einen Obelisken, einmal aus der Tinbox und einmal in der spielbaren Variante aus LDK 2, die glaube ich auch 50 Cent oder so gingen. Dann machen wir weiter mit was richtig Coolem, und zwar dem Geflügeldrachen von Ra und Sterblicher Phönix. Wäre jetzt aus dem Millennium Pack gewesen, hätte ich ihn rausgelegt, der ist allerdings aus Dual Power. Blue Eyes Shining Dragon, auch cool. Oh, der geflügelte Drache von Ra im alternativen Artwork aus der Order of Chaos Special Edition. Ist pro Stück preislich auch in etwa dort anzusiedeln, wo der Slifer anzusiedeln ist. Wirklich nice, wirklich cool. Dann haben wir Rotäugiger Tundrache, unglaublich oft in Super Rare, mega nice. Dann haben wir hier wieder ein bisschen Hidden Arsenal Stuff. Also ich muss sagen, das ist sehr, sehr gut sortiert. Also wirklich unglaublich gut, und vor allen Dingen die Qualität der Karten ist noch richtig gut. Die sind alle wirklich faszinierend, also Respekt. Ah, Blaublütiger Oni, die finde ich cool, diese Oni-Karten. Da gibt es, glaube ich, den gelben und den roten auch noch. Also ich muss sagen, ich meine, schaut euch das mal an, Leute, hier diese Qualität, ja. Die Tatsache, dass diese Karten alle noch so Nirmint sind, ist speziell bei Hidden Arsenal-Karten, also fast kaum möglich. So, dann machen wir mal weiter mit dem nächsten Stapel. Da haben wir wieder ein bisschen BLRR-Stuff. Alles relativ coole Karten. Eine Karte aus einem Structure Deck, sehr cool. Und da sind gleich mehrere in einer Hülle drin. Mal gucken, was hier drin ist. Ah, alles gelbe Drachen. Also ich muss sagen, das ist echt gut sortiert, ne? Also erstmal Respekt dafür an dich, dass du das so gut vorsortiert hast. Da sind wahrscheinlich auch lauter Nixon-Rüstungen drin. Ja. Richtig nice. Und hier sehe ich wieder eine Booster-Holo. Das ist Lee, die Weltkelchfee, allerdings sind die hier alle aus dem Megapack, dementsprechend werden die jetzt nicht rausgelegt, aber ansonsten hätten wir das getan. Die sind aber auch nicht besonders viel wert, also auch nicht die aus dem Original-Set. Genau, da mal wieder einen Flare Scarab, wahrscheinlich wieder mehrfach. Mega nice. So, zweite Hälfte. Da haben wir, also ich gucke jetzt nicht bei jeder rein, da sind halt wieder mehrere drin. Okay, oh, sogar ganz neu aus Rising Rampage. Ah, da haben wir aus der Legendary Collection Kaiba die Promos, auch gut. Auch gut, wieder Dupo-Stuff. Ah, Luna Diffusion, wieder aus Duelist of the Roses. Mega nice. Oh, krass, Alter, schaut euch das mal an. Der Blue Eye Solid Dragon, zweimal. Aus LED 3, mega krass. Aktueller Stückwert auch so um die 4 Euro. Mega nice, also. Puh. Das ist echt, also, wow. Ich bin echt unglaublich, dass du mir das für 50 Euro, also heftig, einfach heftig, mega nice. Also die kriegst du auf jeden Fall von mir, mach dir da mal gar keine Gedanken. Auch wenn ich normalerweise gerade nicht die Kapazitäten frei habe, überziehe ich sie halt einfach aktuell mal, weil das ist ja mega fett. Okay, dann haben wir den Schlagninja auch ein paar Mal. Die Phantomritter aus Wing Raiders, glaube ich. Löwenzahnlöwe, da mal ein bisschen hier im Dusa-Stuff. Der ist natürlich auch cool aus Duelist Saga, ist ja völlig klar.
Nixenrüstung ist Hagel, wirklich Nixenrüstung, Nixenrüstung. Da haben wir noch Trickster an der Kiste aus BLR. Also hat auch ziemlich viel Stuff aus diesen Reprint-Sets. Dann machen wir mal weiter, nehmen wir uns das nächste. Und das war erst eine Tinbox, Leute, eine. Holy shit. Dann schauen wir mal weiter, was wir hier haben. Valkyrie, da, okay. Das ist alles relativ modern tatsächlich. Ach, Cyberlove, ist das die, was man hier, das ist nicht die Promo. Finde ich übrigens cool, dass Glowmoss mal ein Holoprint bekommen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann haben wir hier aus Dark Neostorm Valkyrie Eda oder Erda. Die legen wir natürlich raus. Das sind jetzt keine besonders wertvollen Karten, sind vor allen Dingen auch relativ neue Karten, dementsprechend erst recht nicht viel wert. Valkyrie Brunhilde in Secret Rare aus, oh Gott, das war Shadows of Valhalla, glaube ich. Und aus Starstrike Blast, 6. Valkyrie, mega nice. Als sie rauskam, boah, keine Ahnung, was hatte sie da für einen Wert? 2-3 Euro, jetzt hat sie halt noch ein paar Cent, aber ist trotzdem ein Secret Rare aus dem Hauptset. Einfach mega cool, die nehmen wir natürlich auf jeden Fall mit, da gibt es gar keine Diskussion. Streitwagen des Glücks, da haben wir jetzt wieder so ein paar aus Omni-Holo-Sets, beziehungsweise eben Super Rares dann dementsprechend. 3. Valkyrie ist auch eine super schöne Karte gewesen. Alter, sind das alles wirklich 3. Valkyren? Da ist noch ein paar zweite mit bei, aber an und für sich schon dieselbe. Ist übrigens auch eine sehr, sehr schöne Valkyrie. Ja, also ich muss sagen, im höchsten Maß beeindruckend. Dann schauen wir mal weiter. Oh, Prismatic Secret erwartet uns ja aktuell auch in den nächsten Sets. Schicksalsfee Hikari, alter Schwede. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Karte gewesen. Donnerschlag Ninja, das waren jetzt Super Rares aus Starstrike Blast. Und dann haben wir hier noch diese hier. Dann haben wir jetzt die erste Tinbox fertig. Tinbox Nummer 2. Ich habe hier einfach mal ein bisschen gecleant, wenn man so möchte. Einfach damit wir hier Platz für die nächsten Karten haben sollten, denn noch welche kommen. Ich kann es mir echt nicht vorstellen, aber richtig, richtig krass. Jetzt schauen wir uns mal das hier an. Ich hau das Ding wieder hoch. Und dann würde ich mal sagen, nehmen wir uns mal hier einen Stoß raus, halbieren ihn wieder und schauen, was uns hier erwartet. Ah ja, die Promos, da haben wir schon wieder die erste Booster-Holo. Zodiac Checker 9, wird wahrscheinlich aktuell auch nicht besonders viel wert sein, aber war halt einfach damals, als Zodiac noch Meta war, bestimmt einiges wert. Legen wir uns natürlich raus, ist eine Booster-Holo, dann schauen wir mal ein bisschen weiter. Oh, krötelig umwerfend aus dem Megapack 2017. Liegt auch aus dem Megapack aktuell bei ungefähr 13 Euro. Mega krasse Sache. Gut, dann haben wir Cat Shark ein paar Mal. Oh, den blauäugigen Zwillingsausbruchdrachen sogar aus dem Originalset. Wie nice. Ich habe gedacht, der ist vielleicht aus dem Reprint-Set oder so. Holy moly, wie geil. Aus Shining Victories, nice. Ich meine, das ist jetzt so ungefähr 3 Euro wert, das ist nichts Bahnbrechendes, aber aus dem Originalset, die legen wir uns natürlich sofort raus. Da geht es auch direkt übertrieben nice weiter. Und zwar mit dem dunklen Magier, der Drachenritter, der einfach mal so auch nochmal lässige 2 Euro gibt. Den legen wir uns direkt auch nochmal raus, weil das einfach eine mega coole Karte ist. Dann haben wir buntäugiger Giftdrache, das ist jetzt wieder aus Battles of Legend. Hier den Raubpflanzendrachus Tepelia, der vorher nur nicht kommen war. Oh, Tempest, mega nice. So, was haben wir jetzt hier? Shura, der Kampfstern, okay, mega nice, mega nice. Oh, guckt mal, Edelsteinritter Seraphinit, mega nice als Secret Rare. Ist hier oben ein bisschen angeditscht, habe ich das Gefühl. Machen wir mal raus. Er hat ganz, ganz leichtes Silvering, aber nur ganz, ganz leicht. Das war ja ursprünglich, glaube ich, eine Super Rare aus irgendeinem Hidden Arsenal. War eine Menge wert, 7 Euro oder 8. Die ist jetzt nichts wert, aber trotzdem cool. Einfach mal schön, die zu sehen. Dann machen wir hier mal weiter. Hier haben wir jetzt wieder so ein paar random Supers. Oh, Visionsheld Vayan wahrscheinlich wieder 10.000 Mal. Genauso wie der Chaos Neos. Spiegelkraftdrache, auch cool. Hungergift Fusionsdrache im alternativen Artwork, auch nice. Das ist eine keine Booster, sondern eine Structure Deck Holo. Meine absolute Lieblings-Structure Deck Holo aktuell. Und dann aus BLR nochmal den Elementar Held Nova Master. Mega nice. Dann machen wir aber hier direkt mal weiter. Nehmen wir uns den nächsten Stapel. Den können wir uns sogar so gönnen. Den müssen wir nicht mal halbieren.
Blaugiger Chaos Max Drache wäre jetzt damals was gewesen, wo man hätte rauslegen können, aufgrund der vielen Reprints. 70 Cent, glaube ich, mehr nicht. Oh, wenn Schrecken Chimäre aus Circuit Break. Das freut mein Herz. Zweimal gleich. Mega nice. Die dürfte jetzt nicht allzu viel wert sein. Die war ja schon damals nichts wert, aber cool. Die legen wir uns auf jeden Fall raus. Dann der Kriegsherr. Einige Super Rares in Anführungszeichen. Das ist auch cool. Wieder aus Duelist of the Roses Cyber Angel Izana oder Izana, je nachdem. Mega nice. Halt jetzt auch nicht so die Welt wert, aber die sind cool. Die legen wir uns trotzdem mal raus. Habe ich gesagt, dass ich alle Booster-Holos rauslege und habe die ganzen LED-Karten nicht rausgelegt. Auch gut, Julian. Super. Schauen wir weiter. Oh, der Blue Eyes White Dragon in Gold aus PGL 2. Ich weiß gar nicht, ob der was geht, aber den tun wir jetzt mal nicht rauslegen. Oh, da haben wir jetzt Blue Eyes ohne Ende. Alter Vater. Wir haben sogar zwei Stück aus Duelist Saga. Mega nice. Die Duelist Saga, die habe ich echt am Anfang recht schwer ranbekommen, weil ich die nicht kaufen wollte. Ich wollte die rantauschen und keiner wollte sie abgeben. Fand ich voll sad. Aber was will man machen? Die waren dann einfach gehypt in dem Moment, genauso wie der Dark Magician. Wobei man den Dark Magician ein bisschen eher bekommen hat als den Blue Eyes. Gut, dann schauen wir mal weiter. Okay, es hagelt weiterhin Blue Eyes in Secret, in Ultra, Blue Eyes. Oh, der Dark Magician ist nice. Oh. Es hört nicht mehr auf. Sogar aus der Legendary Collection 1, Dark Magician, mega nice. Jetzt haben wir hier wieder Promos. Die Promo-Phase ist quasi voll am Laufen, wenn man so möchte. Da haben wir jetzt wieder eine Menge Neos, wie es aussieht. Und richtig nice. Elemental Burst Hinatrix aus der Legendary Collection im alternativen Artwork in Secret Rare. Das ist natürlich wieder ein kleines Highlight. Und ist jetzt auch wieder so eine Karte, die in Zwickel geht. Ist halt einfach mega nice. Auch wegen dem ganzen Kultstatus. Die legen wir natürlich auch raus. Dann Red Eyes Promos. Ach du Schande. Psyhöhentreiber. Das ist echt alles. Tatsächlich. Ist einfach zu krass, was hier drin ist, Leute, ne? Und dann einfach mal random aus MRD Garnesia Elephantis. Vom Zustand her. Ja, was denn hiermit? Jetzt ist mir die Hülle flöten gegangen. Schade, aber die legen wir trotzdem einfach jetzt mal so raus. Keine Scheiße. Papageidrache. Auch mega nice. Oh, PRC-Karten. Auch cool. Was haben wir noch? Okay, Exo. Ja, schau dir das mal an. Okay, den Text finde ich halt richtig scheiße, aber dass endlich mal wieder eine Vanilla rausgekommen ist, fand ich dann doch ganz okay. Da wird wieder was auf uns zukommen. Obwohl er einfach gebannt ist, finde ich einfach, dass das eine Karte ist, die... Ja, okay, wisst ihr was, da rede ich dann später drüber, wenn die Karte hier ist. Jetzt haben wir hier noch gerade andere Karten vor uns. Elemental Kern, auch cool, aus Shining Victories, mega nice. Anki, dunkles Gesetz, war auch mal eine Menge wert. Naturia Exterio, okay. So, und ja, jetzt haben wir hier den Firewall Dragon. Einmal. Das ist halt einfach ein Klassiker. Der kommt jetzt nicht aus dem Originalset, sondern aus dem Megapack 2018. Hat aber immer noch einen stolzen Wert von ungefähr 2,50 Euro. Legen wir natürlich auch raus. Dann haben wir den Dekodiersprecher aus tatsächlich dem Structure Deck, aus dem erstmals rausgekommen ist. 2017, das ist auch schon wieder hier 2 Jahre her. Mega nice. Dann haben wir Gaia Säbel der Blitzschatten, das war ein Reprint, genau. Motorgeist Urbanshee, das war ursprünglich ein Ultra aus Circuit Break und hier haben wir auch die Karte aus Circuit Break, also die Original, die legen wir uns natürlich raus, ist jetzt nichts wert, aber trotzdem mega nice. Okay, Guki, Beschwörungszauberin aus Soul Fusion, aus der Special Edition, die war auch mal locker 4-5 Euro wert als Super Rare. Da kenne ich halt den aktuellen Preis nicht, deswegen lege ich sie vorsichtshalber einfach mal raus, so in der Annahme, dass hier noch ein bisschen was wert ist. Dann, ja, hier aus Dark Neostorm haben wir den das ist dieser Name, den ich nicht aussprechen kann. Weltzahnräder des teurologischen Demiurgen. Wer lässt sich sowas einfallen? An welchem Auspuffrohr muss man sich beatmet haben, um so einen Namen zu ersteißen? Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Ja, ein absoluter Zungenbrecher, wenn man so möchte. Gut, dann haben wir noch Hextia. Das war auch ein Reprint, hat dann relativ schnell den Upgrade bekommen damals. So, dann schauen wir mal weiter, was wir hier noch so haben. Ah, hier haben wir wieder Dusa-Stuff. Dann mega nice, Cyberdrache Unendlichkeit aus dem Megapack 2016.
Deutsch First macht das Megapack immer noch ungefähr 4 Euro. Mega cool. Legen wir uns auch raus. So. Dann haben wir S39. Äußeres, die ganzen äußeren Wesen. Okay, eine ganze Menge davon sogar. Dark Neostorm. Dann gehen wir mal ein bisschen schneller durch. Bisschen zackiger, wie man so schön möchte oder so schön sagt. Illumi-Ritter aus der Tinbox, mega cool. Das ist alles, das sind schon wieder so Sachen, die einfach mein Bedarf komplett decken. Ah, Nummer 101, lautlose Ehre, Arc in Gold Rare, die dürfte mittlerweile nichts mehr gehen. Früher war das aber eine sehr wertvolle Karte, als Alti ging die 80 Euro oder so, voll krass. Ah, cool, sogar eine Booster Ultra, Nummer 1039, Utopia-Schrei, gab es glaube ich auch als Promo, genau. Hier haben wir sie, glaube ich, oder ist das die? Ja, das ist die gleiche. Das hier ist allerdings die Booster Holo, also die echte. Dementsprechend wird sie natürlich rausgelegt. Der Rest ist Promotion, wenn man so möchte. Promotion. Dann, schauen wir mal. Da haben wir zweimal den buntäugigen Wutdrachen. Einmal aus dem Megapack und einmal aus dem Original Booster. Den legen wir uns natürlich sofort raus. Dann geht's weiter. Nochmal der Wutdrache, nochmal aus dem Megapack. Okay, Discommander, das ist ein bisschen Wirrwarr. Wahrscheinlich, weil das auseinandergefallen ist beim Transport. Luvigator. Ach, du Schande. Jetzt muss ich hier alles. Okay, Linkspinne ist auch mega nice. Ist auch eine gute Super Red Trickster, Blutrotes Herz, ebenfalls coole Karte. Und ja, da hatten wir wohl jetzt gerade eine Menge Trickster und Sky Striker. Und ich sehe, hier geht es auch gleich mit dem blutroten Herzen weiter. Da hat jemand eine Menge Special Editions aufgemacht. Da haben wir nochmal eine Beschwörungszauberin, die wir uns hier rauslegen. Zip. Ah, Proxy Drache, auch nicht schlecht. Und Bosch Special Edition. Oh, und das. Ah ne, die sind aus BLLR, da weiß ich den Wert leider nicht. Aber aus dem Rayon und Megapack werden sie noch 1 Euro das Stück wert. Ein Ultra. Und dann ein Super Rare Adventskalender. Okay. Nummer 11, großes Auge, da war es ja damals. Also das war damals schon eine krasse Karte. Okay, dann schauen wir hier mal weiter. BLLR. Ah, rotäugiger Leuchtfeuer-Metalldrache aus den Legendary Decks 2. Sogar als Playset. Richtig, richtig nice. In Ultra Rare. Einfach eine übertrieben epische Karte und wirklich mal eine gelungene Übersetzung einer alten Karte ins Moderne, muss ich sagen. Richtig nice. Dann schauen wir aber mal weiter. Wir sind erst bei der zweiten von drei Tinboxen. Ihr habt ja schon mitbekommen, wie lange wir für die erste da gesessen sind. Aber mit der sind wir auch schon wieder bald durch. Ich sehe hier an der Seite noch einen Discommander hängen. Und dann holen wir uns das hier mal raus. So, dann haben wir das Gladiator. What? The fuck? Topologic Gammler Drache. Ja moin, einfach mal so. Die Karte hat zwar jetzt nicht mehr besonders viel wert, 1 Euro oder so, oder 1,50 bis 2 Euro, aber trotzdem, das ist so eine krank geile Karte. Meine Fresse, Alter, die legen wir uns direkt raus. Ah, da freut sich mein Herz. Also diese ganzen Gammler und Topologic und wie sie alle heißen, die finde ich einfach mega nice. Oh, da haben wir auch Circle Break nochmal. Tatsächlich 2 Booster-Holos. Einmal nochmal Marionette. Und dann nochmal Melusik. Dann haben wir den weißen Rosendrachen. Tja, beim letzten Opening hatte ich ihn gerade das erste Mal bekommen. Jetzt habe ich meinen Bedarf schon wieder gedeckt. Auch nice. Schauen wir mal weiter durch. Okay, die müssen wir alle umdrehen. Autogeist. Okay, den haben wir auch aus dem Structure Deck. Dann wollen wir uns mal den nächsten gönnen. Schau mal, was uns hier erwartet. Ah, mega nice. Oh, cool. Lunalich Schwerttänzerin aus Duelist of the Roses. Gleich 3-mal als Playset. Booster Holos legen wir ab jetzt ganz konsequent raus. Ist ja vollkommen klar. Das sind halt wirklich noch echte Super Rares. Dann gehen wir mal weiter. Aus der Legendary Collection haben wir hier jetzt ein bisschen was. Mega nice. Schlammdrache. Übersick. Oh, bewaffnete Drachenkatapultkanone. Ist auch eine Booster-Holo.
Sehr cool. Beschworene Mecha. Oh, wir haben die Beschworenen hier. Guckt euch das mal an. Beschworener Raijin, Beschworener Pogatrio. Ey, die ganzen Beschworenen legen uns natürlich einfach aufgrund der Coolness raus. Und die gehen auch teilweise noch den ein oder anderen Euro, muss man dazu sagen. Und ich sehe, hier geht es auch schon locker flockig mit denen weiter. Wir haben jetzt hier noch Kaliga. Haben wir jetzt echt alle, oder was? Kaliga, zweimal den Magellanzia. Alter. Dann haben wir hier wieder ein bisschen was anderes. Wir haben hier wieder Structure Deck Karten, Raubpflanze, Chimera, Flesia aus Fusion Enforcers. Das ist eine Predator Plant, die ungefähr in Zwickel geht. Sehr cool, die legen wir uns dementsprechend auch natürlich raus. Dann haben wir Gigafusionsdrache. Oh! Fullmetal Foes Alkahest. In Secret Rare aus dem Originalset Invasion Vengeance. Mega nice! Überfett, Leute. Ist zwar mittlerweile, früher ging, glaube ich, ein Fuffi oder so. Die war damals richtig wertvoll. Mittlerweile natürlich nicht mehr, geht aber trotzdem noch den ein oder anderen Euro. Da haben wir nochmal einen Drachenritter. Den legen wir uns auch nochmal raus. Dann gehen wir hier mal wieder ein bisschen durch. Okay, BLRR-Stuff. Cool. Oh! Exodia-Teile sind natürlich immer cool. Die legen wir uns auch gleich raus. Also ich muss sagen, hier haben wir sehr, sehr viele Highlights. Wirklich viele Highlights, muss man ganz ehrlich sagen, ja. Da, die Götter auch noch! Aus der Legendary Collection. Und der hier ist jetzt aus New Legendary Decks. Den nehmen wir mal weg. Aber die sind aus der Legendary Collection. Sehen sogar nach Army aus vom Finish her. Die legen wir uns natürlich... Oh, Alter, was wir uns hier Karten rauslegen können, ja, das ist ja brutal. Also ich muss sagen, die Tin ist tatsächlich noch ein bisschen krasser als die erste Tin, habe ich das Gefühl. Jetzt vielleicht nicht vom Wert her, aber von den Karten, die man sich rauslegen kann. Und ja, wir haben hier noch die beiden. Der ist aus der Legendary Collection. Der hier ist aus... ja, Ultra Rare Legendary Collection 1. Und, oh, das ist auch noch nice. Superkanonenpanzer zu Juggernaut Liebe. Das war auch, glaube ich, aus LED 4 die wertvollste Karte, wenn ich mich nicht täusche. Die geht halt jetzt in etwa noch so 7,50 Euro, aber mega nice. Die legen wir uns natürlich auch raus. Und das war's dann auch an der Stelle mit der zweiten Tinbox. Und jetzt kommen wir zur dritten und letzten und sind gespannt, was wir daraus auch noch ziehen werden. Last but not least, die letzte Tinbox. Ich bin immer noch gespannt wie ein Regenschirm. Und ja, wir werden uns das jetzt auch noch zu Gemüte führen. Also ich bin ja wirklich, also baff, muss man ganz ehrlich sagen. Okay, also hier haben wir nochmal... So, die legen wir uns erstmal zur Seite, haben wir gesehen. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier noch so alles haben. So... Es geht los. Reißender Tribut, das ist wieder alles BLR. Also er hat wohl sehr, sehr viel aufgemacht, was so Only Holo-Sets waren. Was aber gar nicht verkehrt ist. Das sind teilweise echt schöne Sets. Crystron Quandrax. Oh, da haben wir wieder Booster-Holos. Aus dem Original-Set, sogar als Playset. Und dahinter geht es auch locker flockig weiter. Crystron Quandrax haben wir hier als Playset. Dann haben wir hier noch einen Phoenix aus Invasion Vengeance. Die sind natürlich alle nicht besonders viel wert, aber nichtsdestotrotz sind das Booster-Holos. Schöne Booster-Holos. Ich weiß nicht, ich finde wirklich Booster-Holos, die haben nochmal so einen ganz eigenen, ja, kann man es als Flair bezeichnen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie so den Hauch des Besonderen, wenn man es mal ganz poetisch ausdrücken möchte. Dann... Ah, Dracheneinheit. Der Dracheneinheit ist auch mega nice. Ah, Cybernetic Horizon. Dracheneinheit, dritter Askalon zweimal. Sehr, sehr schön. Mein Lieblings-Dracheneinheit-Monster. Dann haben wir noch, das sind jetzt wieder diese Promos gewesen. LEDD. Aufsteigender Himmelsdrache. War das nicht auch eine Promo, die ein bisschen was wert war? Ich glaube nicht, ne? Die legen wir mal beiseite. Ah, Aufsteiger-Schnuppendrache. Auch eine coole Karte. Ist vorher als Ding rausgekommen, als Jump-Version. Dann haben wir hier Beals von dem diabolischen Drachen. Mega nice. Aus PGLD, war damals so 12, 13 Euro wert. War meistens im selben Booster wie Ra. Sehr cool. Liegt jetzt in etwa noch so bei einem Euro bis maximal 2 Euro. Gut, dann
Machen wir mal weiter. Defusion ist eine coole Karte. Ist das Super Soldat Schild? Obwohl auch mal was ein Booster irgendwie, wenn es ein Mega Pack Reprint ist. Mhm. Also es gibt schon echt schöne Sachen. Das sind tatsächlich auch echte Booster-Holos, echte Super Rares aus Secrets of Eternity. Dementsprechend werden die hier ganz knallhart rausgelegt. Dann haben wir hier eine, das ist nicht die niederträchtige Stadt, aber das ist auch eine niederträchtige Karte. Ich habe gerade ihren Namen vergessen. okay, dann schauen wir mal weiter. Was haben wir denn noch alles? Oh, einige schöne Sachen. Ich habe auch wieder gesehen, so ein paar Dinge aus, einige schöne Dinge aus Structure Decks, genau. So, dann, oh, Ultimate Rare, mega nice, Gleifnir, die Fessel für Fenris, ja moin, und die ist mit 2 Euro gar nicht mal so wertlos, in Anführungszeichen, also die legen uns auf jeden Fall raus, richtig nice, dann haben wir hier nochmal den Secret aus der Legendary Collection, war das die Sneak, ich weiß es gar nicht, also ein Ultra Rare, das ist ein Fessel des Yingxiang, ich glaube nicht, dass die Promos damals Ultra waren, aber kann mich auch täuschen. Was haben wir noch? So, per C1, Photon Current. Viel heller als die ganzen anderen Karten. Und dann haben wir standhafte Verbindungen. Das ist auch eine Booster-Holo. Die haben wir, gleich dreimal. Sind die auch alle aus Shining Victories? Ja, sie sind alle aus Shining Victories. So. Das ist übrigens eine Ultra-Ray, die man relativ häufig sieht. Aus Boostern, auch in Sammlungen und so. Horn des Phantomungeheuers. Fellsöldner. Was haben wir hier? Code of the Duelist. Reherkunft der Wendschrecken. Ja, okay, cool. Die Secret hatte ich noch gar nicht. Noch so überhaupt nicht. Deshalb cool, dass sie hier ist. Ist aber bestimmt nicht besonders viel wert, weil es halt ja, Wendschrecken ist. Und Wendschrecken ist meistens nicht so prickelnd vom Wert. Aber die legen uns auf jeden Fall raus. Meine ersten 3 Exemplare dieser Karte. Und ja, man stelle sich vor, manchmal habe ich etwas auch nicht. Okay, ja, da geht's gleich weiter. Kraftvoller Virus einfach mal aus Raging Tempest. Mega nice. Richtig, also ich muss sagen, das Opening, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also auch dafür, dass es modern ist. Normalerweise sind ja die richtig krassen Openings eher so Oldschool-lastig. Aber in dem Fall muss ich sagen, ist dafür, dass es New School ist, wirklich, wirklich heftig. Also Respekt. Dann mal schauen, was haben wir denn noch so alles Schönes, Tolles? Da haben wir jetzt hier so ein bisschen random Stuff. Spirit Warriors. Okay, was haben wir da? Movie Pack Stuff. Oh, düstere Yorishiro. Das ist auch eine Booster-Holo, die wir uns natürlich sofort rauslegen. Sogar mit Hades. Avalon. Maximumpreis, das ist garantiert super rare. So, dann schauen wir mal weiter. Was haben wir jetzt hier? Das ist alles relativ moderner Stuff. Das ist aus dem. War das? Ja, das war aus den Legendary Hero Decks, ne? Glaube ich zumindest. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich kannte jetzt die Karte im ersten Moment irgendwie gar nicht. Ich dachte, das wäre eine wirkliche Booster-Holo. Hier haben wir jetzt Harpchen Federsturm. Das ist auch tatsächlich eine echte Holo, wobei es ein Reprint ist. Trotzdem, ich lege das mal hier als Paket raus. Dann machen wir weiter mit Spiegelkraft. Oh Gott. War das? Nee, Force of the Breaker. Doch, müsste Force of. Ja, Force of the Breaker war das sogar. Als Super Rare auch eine sehr schöne Booster-Holo. Dann ertränkende Spiegelkraft aus dem Megapack. Megapack. Okay. Da haben wir auch relativ viele von. Ich muss sagen, es ist echt geil, was hier drin ist. So. Und für einen 50er kann man da gar nichts sagen gegen. Also da würden andere ganz andere Preise verlangen. Die Bank, oder wie die Karte hieß. Entlarven hieß die Karte auf Deutsch, war damals auch eigentlich einiges wert. Ich weiß gar nicht, wie das mit der Karte
heute aussieht. Aber ich glaube, die liegt auch noch so irgendwo zwischen 1 und 2 Euro. Deswegen legen wir die jetzt einfach mal auch noch hier raus. Und ja, dann schauen wir mal weiter. So, Next Necrofusion. Ist auch eine coole Karte. Übrigens finde ich auch schön, dass die einen Super Rare Print bekommen hat. Oh Gott, das kann doch nicht alles dieselbe Karte sein. Doch, tatsächlich. Ninjutsu Kunst der Wunderverwandlung. Oh Gott, hier haben jetzt lauter dicke Pakete. Kranker Scheiß, Mann. Oh, hier haben wir wieder eine Booster-Holo. Sperrfeuer-Bombardierung. Sehr, sehr cool. Ist zwar nichts wert, legen wir aber trotzdem gerne mal raus. Dann haben wir Naturia Barkion und Naturia Ungeheuer. Oh, und zweimal glühender roter Herzunterwäldler König Elend. Ich glaube, die hat noch ein Dupo, wenn ich mich nicht täusche, in Reprint. Aber das hier sind die Shining Victories, das heißt die Originalen. Die legen wir uns natürlich sofort raus. Mega cool. Alter, also was hier am Booster-Holos auch drin sind, ist schon der Wahnsinn. Muss man ganz ehrlich sagen. Dann schauen wir mal weiter. Okay. Megapack. Spiegelkraft aus der Xavier's wahrscheinlich wieder. Hat zwar nicht genau geguckt, aber es liegt nahe, sage ich mal. Dann, okay. Was war denn das nochmal? Das war Shadows Over Valhalla, ne? Okay, was ist denn das? Gartenrosenmädchen? Alter, die Karte kannte ich gar nicht. Wie schön ist diese Karte denn bitte, Leute? Alter Falter! Die Karte ist ja wunderschön. Schaut euch mal dieses Design an, Leute. Ich habe keine Ahnung, was die wert ist, aber die legen wir raus. Das ist die schönste Karte, die wir heute hier rausbekommen haben. Also richtig nice. Ohne Witz. Wie geil ist das denn? Oh, Ogre Drache der Lehre aus PHC 1 ist eine der etwas teureren Karten des Sets. Ist tatsächlich noch so ein Euro wert, vielleicht auch 1,50. Legen wir uns natürlich auch mit raus. Antiker Feendrache. Ah, Schwemmstaub Cypher Götterdrache. Oh mein Gott, wie oft haben wir den denn? Der ist aus dem Megapack. Megapack, also wir haben zwei Stück aus dem Megapack und zwei Stück aus dem Originalset. Die Originalen legen uns natürlich raus. Ist ja vollkommen klar. Dann haben wir Quasar-Schnuppendrachen. Die waren damals, als das Set rauskam, sehr beliebt, weil es die davor nur in der Jump gab. Und die waren offensichtlich auch, keine Ahnung, dezent spielstark oder so. Auf jeden Fall hatten wir dafür immer noch 1-2 Euro bekommen. Okay. Auch gut. Dann 100-Euro-Giger Drache. Auch eine sehr schöne Karte gewesen. Shooting Star Dragon. Sehr cool. Kristron Armatrix. Auch nice. Michael. Dann Goku Guardian. Der ist auch ein Ultimate, richtig schön. Oh, Buster Drache. Aus Breakers of Shadow. Mega nice. Zweimal gleich. Alter, sieht der nice aus. Den legen wir uns natürlich auch direkt raus. Richtig geil. Schauen wir mal weiter. Oh, Deng Long. Der ist auch cool. Oh, und aus Hidden Arsenal 4 Trishula. Alter, also wir legen jetzt Deng Long erstmal hier zur Seite. Trishula aus dem Originalset. Wie nice ist das denn, Leute? Er hatte zwar einige Reprints, dürfte aber vielleicht noch den einen oder anderen Euro gehen. So 2-3 Euro, würde ich mal sagen. Mega nice. War damals, glaube ich, einer der teuersten Karten aus dem Set. Legen wir uns natürlich auch noch raus. Sagenhafter Raijin. Mega cool. Die ist leider schon ein bisschen zerstört, deswegen legen wir diesmal nicht raus. Dann Ultima Erzeugchen, auch eine sehr coole Karte. Also wahnsinnig cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt haben wir hier noch den letzten kleinen Rest. Und ich bin gespannt, was uns hier drin erwartet. So. Erwartet uns hier noch was Krasses? Ich glaube, es sieht nicht danach aus. Und nein. Aber mega cool. Ich kann mich nicht beschweren. Ja, also das, was wir hier bekommen haben, ist unglaublich cool. Den Fuffi kriegt er auf jeden Fall. Richtig, richtig krank, was darf. Also ein Huni ist da locker drin. Eigentlich, so vom Wert her. Mega cool. Also wirklich mega cool. Allein das hier haben wir uns alles rausgelegt. Ja, also übertrieben fett. Einfach richtig, richtig, richtig übertrieben fett. Ja, ich hoffe, wir sehen uns zu einem weiteren Opening. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.